Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei UFOmann LP aus den UFOmann Studios in Berlin. Wir sind ja jetzt mit der vierblättrigen Pflanze unterwegs. Ah, meine Feuerkraft. 345 mm Ionenkanone mit Uraniumladungen gefüllt für eine Runde pro Stunde und kein Rückstoß. Burgundisches technologisches Wunderwerk. So, guck mal, hier haben wir nämlich schon unseren Ofen. Und da werden wir jetzt diese Pflanze reintun. Zack. Sehr schön. Und? Hoffentlich verbrennt die nicht. Ja, fertig. Gut, jetzt haben wir diese getrocknete, vierblättrige Pflanze. Sehr schön. Jetzt können wir wieder rausgehen. Und können die im Motel abgeben. Und dann kriegen wir hoffentlich diese Sumpfkarte von dem Typen. Hallihallo, ich habe die getrocknete Pflanze dabei. Hier ist die Pflanze, die sie wollten. Wirklich? Ist diese hier okay? Sie, das ist sie. Dort können Sie Ihre Karte nehmen. Die Star Police wird das nie vergessen. Ich danke Ihnen vielmals. Gerne. Toll, jetzt kann ich die Karte nehmen. Ja, ich habe die Karte. Können wir uns die auch angucken? Nö, nicht wirklich, wa? Ja. So, was gibt's hier noch? Ah, guck mal. Boote sind normalerweise aus Holz. Sie sind innen auch hohl. Dein Robo könnte nützlich sein. Durchsuche das Motel nach einem Notpropeller. Okay, den haben wir doch schon. Der Notpropeller wäre ja im Prinzip dieses Rad. Komm, wir quatschen mal mit dem Fähnrich Kralek. Kralek, es gelang mir eine Karte für den Sumpf zu finden. Großartig. Jetzt brauchen wir nur noch eine Art Boot. Klar, wir nehmen den Robo-Dingsbums und bauen da dieses Rad dran. Nee, nicht mit Steinmauer, sondern warte mal hier mit Robocop. Hier. Macht er nicht? Komm, wir gehen mal zum Sumpf. So, Boote sind aus Holz. Du könntest ja hier nochmal probieren. Weil es wäre ja eine Art Behelfspropeller. Hier. Hm, nein. Komm, wir lassen uns mal einen Tipp geben. Ah, hier ist der Tipp. Robo-Dings. Können wir mit dem jetzt reden? Klar, Robo-Dings, weiß ich doch. Sumpf. Das ist ein stinkender, hässlicher, dicker und sumpfiger Sumpf. Vielleicht können wir das Rad mit dem Sumpf kombinieren. Nein, den Robocop mit dem Sumpf kombinieren. Hier, benutze Robbretter mit dem Sumpf. Hey, Robot. Bip, 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 tut. Kannst du bis zum Ende der Brücke rollen? Tut, tut. Tut. Okay, super. Jetzt schauen wir uns im Sumpf um. Sorry, Robobot, ich muss das jetzt tun. Haha. Jetzt hat er den doch wirklich in den Sumpf geworfen. Ach du Scheiße, zu Befehl. Das sind die Bösen, auf jeden Fall. Okay, Männer. Schwärmt aus und durchsucht den Dschungel. Und Wrack. Noch etwas? Ihr bekommt Hilfe von ihr. Sie kommt hierher? Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, Sir.
Ich werde mich um alles kümmern. Tu das. Stelle sicher, dass alles klar ist, wenn sie ankommt. Betrachte es als erledigt. Okay, ihr Maden. Wir müssen sie finden. Schwärmt aus, sucht im Dschungel. Das ist ein Regenwald, Boss. Was? Ich sagte, dies ist ein Regenwald, kein Dschungel. Was ist der Unterschied zwischen einem Dschungel und einem Regenwald? Naja, in einem Regenwald regnet es viel. Daher der Name. Der Dschungel wiederum? Ah ja. Sag mal, kennst du den Unterschied zwischen einem Kirchhof und einem Friedhof? Nein. Willst du es herausfinden? Jetzt Bewegung! Dank dem Chef bekommen wir bei unserer Suche Hilfe von ihr. Ihr? Nein, ihr. Was ist denn ihr, Danny? Es heißt ihr. Ein Pronomen für sie. Wow. Sie kommt hierher. Jetzt? Ich verstehe es nicht. Wenn sie kommt, wer ist denn ihr, Danny? Schau, Brian. Wenn sie hierher kommt und wir haben die Ware nicht, werden unsere beide Arschbacken gebraten. Gebraten? Gebraten. Gut, dass dir das klar ist. Komm, Brian. Du bleibst hier und bewachst das Schiff. Wir werden die Umgebung absuchen. Zahlen. Ich bekomme immer die Deppenjobs. Hätte Buchhalter werden sollen. Okay. Lass uns mal die Musik vielleicht noch ein Müh leiser machen, oder? So. So, jetzt können wir ja. Jetzt haben wir hier das Robo-Boot. Und jetzt werden wir noch unsere behelfsmäßige Schraube da anbringen. Benutze Rad mit Roboboot. Na klar, es geht doch. Siehst du? So, und jetzt würde ich mal dem Fähnrich nochmal Bescheid sagen. Steht es hier schon drin? Finde das abgestürzte Schiff. Erforsche den Sumpf. Versuche deine Umgebung zu inspektieren. Wenn du merkwürdige Geräte findest, zeigt sie Kralek. Muss ich den Sumpf alleine erforschen, oder was? Fenrich Kralek? Ich fand ein Boot. Wirklich? Wo? Was hast du jetzt getan? Ich habe geschickt Roughboat verwendet und verwandelte es in ein Ruderboot. Wirklich? Der Müll hat tatsächlich einen Nutzen? Und? Ich habe ein kleines Wassermühlenrad benutzt und habe es an Roboot festgemacht. Unglaublich. Ich erinnere mich, ich wollte etwas tun. Gut. Okay, der kann uns hier scheinbar nicht weiterhelfen. Da müssen wir wohl alleine mit dem Boot in den Sumpf fahren. Schade, schade, schade. Wobei, der nervt sowieso, der ist ziemlich ungehorsam. Der hält ja den Captain oder uns für blöd scheinbar. Oh, das war's schon. Wir sind eingestiegen. Jetzt geht's aber hier ab. Also hier sind wir. Hier ist das Pier. Hier ist der Damm. Hier ist die Mühle. Das Motel. Der Park. Die Landestelle. Ah, okay. Gut, dann gehen Sie zum Damm. Ich meine, noch eine neue Location. Der Damm. Okay, Roboboot. Dammmechanismus. Er scheint gesperrt zu sein. Mal, hier ist eine Höhle. Wow. Komm, lass uns mal zur Höhle gehen. Oh, cool, eine Höhle. Warte mal, wir gucken mal kurz bei den Aufgaben. Ah ja, hatten wir schon. Dunkelheit. Ich gehe da nicht rein. Es ist stockdunkel. Haben wir eine Lampe? Nee. Oder sowas ähnliches wie eine Lampe haben wir nicht, ja? Im Moment noch nicht, ne. Na gut. Ich gehe da nicht rein, es ist stockdunkel. Komm, wir machen mal hier einen Tipp. Der Tipp sagt, wir sollen wieder rausgehen. Okay, danke. So, dann gehen wir mal zum... Ach, guck mal, warte mal hier, Tipp.
Er scheint gesperrt zu sein. Das war schon der Tipp. Okay, dann gehen wir jetzt zum Friedhof. Ohohoho. Jetzt sag mir nicht, du hast hier Schiss. W5, hier liegt jemand, der nicht mehr unter uns ist. Unterzeichnet dankbare Familie. Grab. Es ist ein Zeichen drauf. X2. Grab. Auf der Tafel steht F5. Okay. Grab. Auf der Tafel steht X7. Oh, guck mal. Ah, ja. Da haben wir doch, glaube ich, fast die andere Hälfte gefunden, wa? Von dem Ding kam mir nicht so eine komische Tafel. Gehen Sie von der Platte weg. Lass uns mal gleich dieses Kartenteil, das Ding hier einsetzen. Das ist bestimmt die andere Hälfte. Hm, es scheint, es gehört hierher. Aber ich brauche etwas, um es in Position zu halten. Ja. Klar, wir haben noch Kleber bei. Benutze klebriges Zeug mit Platte. Okay, ich werde das Silikon auf die Tafel schmieren. So. Tafel mit Silikon und zack. Ja, es geht los. Was geht los? Es ist drauf. Können wir es jetzt lesen? Ah. Igards Abo Ebenezer Breck Jebedai, oh Gott, schwer auszusprechen. Jebedai Brixton Antonio Bacalon Grubby Larson X2 Itzeki Water Alt und F4. Schreibe ich mir jetzt nicht mehr auf, aber es könnte schon sein, dass das hier irgendeine Bedeutung hat, oder? Wollen wir das Frageding hier machen? Schickt uns auch bloß wieder raus. Können wir das Ding jetzt wieder nehmen, die Tafel? Nee. Tja, was könnte uns das bringen? W5. Hier liegt jemand, der nicht mehr unter uns ist. Ach, das ist vielleicht schon wieder eine... Warte mal, hier ist noch ein Grab. Auf der Tafel steht Alt und F4. Oh, dann würde ich ja mal vermuten, dass die Reihenfolge, wie wir vielleicht die Gräber uns angucken sollen. Machen wir mal zuerst. Schreibe ich mir vielleicht doch mal auf. Also zuerst X7... Dann F5, dann W5, dann E4, dann X2 und dann Alt plus F4. Oder ist es nur eine x-beliebige Beschreibung? Weil wenn wir hier hinkommen, haben wir H7. Das ist die Reihenfolge. Und hier steht F5. Dann müsste hier... Ah ne, hier ist X2. Und hier... Ach, hier ist noch eine Gruft... Hier. Okay, Grab. Auf der Tafel steht Alt F4. Auf der Tafel steht Alt F4. Kann ich hier noch weiter? Ne. Der Tipp sagt einfach nur, wir sollen zurück zum Damm. Hm. Guck mal hier vielleicht nochmal. Dammmechanismus. Er scheint gesperrt zu sein. Können wir hier rüber gehen über den Damm? Ja. Wo kommt man da an? Ah, eine Lichtung. Sehr schön. Ach du Scheiße. Verdammt, ewig diese dummen Aufgaben. Ich bin ein Navigator. Ich muss das mal laut sagen. Wir sind Toast, wenn sie kommt. Blödes Wrack. Mit diesem Sprachmelder... Mit diesem Sprachfehler muss man sich fragen, wie kann man da Mitglied bei Krip werden? Nicht nur das, man wird sogar ein Krip-General, zum Teufel damit. Sobald wir hier raus sind, werde ich meinen Rücktritt einreichen. Das Schiff schützen. Wovon? Vor Bäumen? Wenn ich einen Nickel für jedes Mal hätte? Was zum... Zum Teufel? Du bist es? Ja, hast du es gefunden? Wie? Wir sind nah dran.
Greg ging mit Brian. Sie werden es bald finden. Ich verspreche. Oh oh. Hey, du hast soeben einen unschuldigen Mann erschossen. Ich bin Captain Graf. Ha, verpasst. Für die Union. Wo zum Teufel ist sie hin? Ein mysteriöser Charakter. Weggelaufen vor einem ehrlichen Kampf. Und ich musste meinen einzigen Ionengewehrstrahl benutzen. Hey, was ist das? Oh, armer Kerl. Aber warum biebt der noch? Vielleicht ist es ein Schrittmacher. Oder eine Bombe. Ich sollte mal einen genaueren Blick auf das... Asche. Oh, schau, hier ist eine Art Gerät. Gut, wir haben jetzt ein seltsames... Ach, guck mal, Schiffswrack. Dies ist das Schiffswrack, das wir gesucht haben. Allerdings kann ich nirgendwo Schiffsbrüchige sehen. Gut, guck mal nochmal in die Aufgaben rein. Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, das... Gibt es hier noch was? Geöffnete Kiste, da können wir nochmal reingucken. Die hier ist geöffnet. Es sind einige Batterien drin. Ich werde sie nehmen. So, jetzt haben wir noch eine Batterie. Na, noch was? Für den sicheren Transport von Gütern. Okay. Können wir hier noch weiter? Nicht wirklich. Schiffswrack haben wir untersucht. Zurück zum Damm. Mehr ist hier nicht, scheinbar nicht. Gut, das heißt ja für mich, dass wir jetzt zu Dingsbums zurück müssen und ihm erzählen von den gefundenen Gerätschaften. Aber an der Stelle ist die Folge jetzt erstmal vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Spannende Geschichte, spannend und amüsant zugleich. Und bis jetzt scheinbar noch nicht so schwer, dass wir irgendwie gar nicht weiterkommen. Wir spielen ja Gott sei Dank auch nicht auf Hardcore. Gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer UFO-Mann.